musst du gegen uns kämpfen. Du, weil du ein Monstrum bist, Mann. Da kommen Symbionten. Natürlich. Was auch sonst. Bleib ruhig. Erledige sie nacheinander. Es klappt nicht. Scheiße, ich hab überhaupt keine Angriffe mehr. Bis auf den hier. Autsch. Es reicht. Wir können Venom gerade nicht angreifen. Er ist geschützt. Wir müssen erstmal seine kleinen Viecher umbringen. Glaube ich. Du lässt mir gar keine Wahl! Boah, da kommen Symbionten. Ja, oh, was ist das? Es klappt nicht! Ja, ja, ja. Wir können ihn vielleicht verschlingen. Wir wissen, was am besten für uns ist. Du hast keine Ahnung, Mann. Wir haben dir alles gegeben, was du je wolltest. Du hast uns verstoßen. Ich habe Fehler gemacht. Es tut mir so leid. Junge, sind wir den am Vermöbeln. So wie ich dich retten werde. Oh oh. Der infiziert alles um uns herum. Ich bin ja schon weg. Er manipuliert dich, Harry. Du bist mein bester Freund. Warum vertraust du uns dann nicht? Noch mehr von denen? Ich vertraue dir, Harry! Nicht diesem Ding, das du trägst! Doch! Hohe Gewalt bringt nichts! Es muss was Besseres geben! Was Besseres? Das hier? Junge, das war ekelhaft. Unglaublich. Was auch immer das heißt. Immer schön auf Venom drauf. Yes. Was ein Fight. Junge! Ich kann den nicht ziehen, Mann. Warum mache ich das immer wieder? Okay, okay. Das war gut. Das läuft nicht gut. Nicht fressen. Es ist bald vorbei. Nicht wie Kraven, einfach auffressen. Ganz egal, was du mir antust. Ich werde niemals die Welt mit dir heilen. Nicht so. Der Meteorit. Du hast ihn uns genommen.
Ja. Nein, eigentlich war es MJ. Was zum Henker? Was war das denn? Das ist der Teufel. Der absolute die Teufel. Sind wohl sauer, dass ihr Zeug weg ist. Ach was. Sie haben doch angefangen. Oh, darf ich selber fahren? Das wäre so geil. Wohl nicht. Daraus wird nichts. Bringen wir das zum Beschleuniger. Okay. Du das? Nein. Alter, diese riesigen Flügel. Oh, Pete geht's nicht gut. Okay. Malz, du musst ran. Netter Move. Geht so. Ja, das wird ihn nicht so lange aufhalten. Los, Miles, ich hab ihn. Los! Okay, komm, jetzt aber mit Miles. Was ist das denn? Verdammter, bitte Flügel! Keine Ahnung! Du kriegst diesen Stein nicht! Unsere Zukunft gehört dir nicht! Okay, so? Verstehe? Ich will deine Zukunft nicht! Ich muss zu ihm hoch! Wie wär's mit jetzt? Das wird ein absoluter Luftkampf hier. Ich hab versprochen, dass ich für die kämpfe, Harry! Wir sind dir doch egal. Du kennst uns nicht. Ja, ich muss parieren. So wie ich mit meinem Dad. Weißt du noch? Was sagst du jetzt gerade? Dass wir fast so weit sind. Jetzt hau ich alles auf dich drauf, Junge. Du hast keine Chance. Dachte ich. Er hat doch eine Chance. Heilen, heilen. Ich lass Piet nicht hängen, Harry. Ist auch sein. Sorry, Harry. Ich hab genug von diesem Albtraum gehört. Ich weck dich auf. Genau so. Ganz genau so. Gleich haben wir ihn. Ich werde alles geben, um dich von diesem Ding zu befreien. Das war knapp. Hin, hin, hin. Schmeiß ihn einfach da rein. Also den Stein auch, aber auch Venom. Okay, die Pistole bringt einen Scheiß bei Venom. Wer liegt denn da hinten? Wer lag da? Mach das Ding an. Bitte mach das Ding an. Ach, das war Peter. Ich dachte gerade. Komm. Mach es an. Was für ein Final Fight, Junge.
Das geht so ab. Mit seinen Sneakern. Du machst das nicht für Pete, sondern für dich selbst. Du bist eine Last für Pete. Oh, wir haben ihn doch mal erwischt. Komm, 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 hin! Du hast ihn uns genommen! Ihn genommen? Wovon zum Teufel redest du? Keine Ahnung. Im Wald. Wir wissen, was du getan hast. Was? Harry, das ist der Symbiont, der spricht. Bist du? Du warst neidisch. Darum hast du uns getan. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber Pete war nicht Pete. Oh, ich muss hier weg. Ich muss ein bisschen genau Luft bekommen vor ihm. Ciao! Ich sehe ihn nicht, aber ich treffe ihn. Ich bin für dich da! Die Flügel waren doch schon weg! Jetzt siehst du es nicht! Aber wir sind nicht so verschieden! Komm schon. Oh mein Gott. Wann schießt er wieder seine Scheiße ab? Oder muss er gar nicht? Ah, der hat diese fetten Dinger da nicht abgeschossen, die ich zurückwerfen kann. Du machst das nicht für Pete, sondern für dich selbst. Der hat gesessen. Du hast ihn uns genommen. Ihn genommen? Wovon zum Teufel redest du? Zur Hälfte haben wir ihn. Junge, der Fight ist echt hart. Wo ist er? Oh mein Gott. Okay. Ja, alles gut. Es geht nicht drum, wer besser ist. Ich mag nicht bloß ohne dieses Psycho-Alien lieber. Das gibt's nicht, ich hab ihn nicht erwischt. Die Flügel waren doch schon weg. Ja. Ja, beende mal. Mist! Mist hat uns voll erwischt. Das war knapp. Ich glaube, ich war kurz beim Abnippeln. Okay, das ist übel. Was machst du da? Nein, was... Du hattest deine Chance. Der wird uns mit dem Meteoriten zerstören. Vergiss es. Harry?
Oh, der hat gesessen. Oh, Harry ist zu sehen. Harry! Pete? Ja, Pete, Mann! Komm raus aus diesem Scheißhaufen. Alter, diese Flügel, ne? Wer ist in einem Heli? Okay, ja, ja, verstehe. Ich muss drauf hauen. Mach ich gern. Gib mir meinen Freund zurück! Wir sind dein Freund. Echt nicht. Komm schon. Was ist ja. Los? Ja, ja, wie halt was los? Euch, Kumpel! Bitte! Nein! Lass ihn in! Checkt er überhaupt, was hier abgeht? Oder meint er Venom? Mit lass ihn in Ruhe. Geil, Miles. Und wieder einmal wird er vermöbelt von uns beiden. Diese Heldenmusik dabei. MJ tut MJ Dinge. Okay. Bereit, das zu beenden? Einfach episch gerade dieser Kampf. Kämpf, Harry! Kämpf! Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Du musst. Du musst uns töten. Ach du Scheiße, ich hasse das. Ach so, ich muss einfach nur durchdrücken. Okay, das geht. Ich bin erledigt. So oder so, Pete. Nein, nein, nein. Wir haben noch Zeit. Nein, haben wir nicht. Er wird sie umbringen. Und danach dich. Heilen wir die Welt, Pete. Zusammen. Ich sehe wenig Hoffnung, ehrlich gesagt, um Harry zu retten. Und schon wieder. MJ ist einfach Granate. Bester Actionstar. Sind im Geschäft. Ja, voll. Komm, rette dich, rette dich! Jetzt! MJ!
Oh, oh, was machst du da vor dem Ding? Wie wär's, wenn du da weggehst? Oh. Oder so. Der Meteorit ist auch Matsch, oder? Aber Harry halt auch, glaube ich. Ich liebe dich. Oh. Das war echt ein süßer Moment, aber so traurig. Mit einem Schlag ist die City befreit. Ich glaube, das war der Final Fight. Muss ja. Ich meine, was soll da noch kommen? Oh, 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 oh. Überlebt da irgendwas? Ich glaube nicht. Ciao, Venom. Oh, Junge. Geschafft. Ja. Was wird das? Oh oh. Wiederbelebung? Komm schon. Miles. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich versuch's. Das wäre krass. Okay. Let's do it. Eine kleine Herzmassage. Komm schon, Harry. Ja, Harry. Mann! Nein! Danke. Doch, doch, er lebt. Er muss in den Krankenhaus. Oh. Oh, war das krass. Das war absolut krass. Und Papa wird's auch freuen. Hoffe ich. Komm schon. Harry. Schwacher Puls. Wir müssen los. Was hast du getan? Willst du mich verarschen? Was hast du getan? Es tut mir leid. Ich komme mit, Moment. Wir haben ihn gerettet, Mann. Papa wird's doch nicht freuen. Es gibt Anzeichen für Hirnaktivität, aber die Chancen, dass er zurückkommt, sind sehr gering. Oh. Halten Sie ihn nur am Leben. Oh.
Es ging nicht anders. Darum. Macht das Geserum bereit. Jetzt sofort. Das was? Das Geserum? Was? Das gefällt mir nicht. Das hört sich nicht gut an. In den letzten Jahren haben Tragödien dieser Stadt zugesetzt. Doch irgendwie haben wir weitergemacht. Wir haben Krankheiten, Katastrophen, das Böse bekämpft. Wir sind müde, verängstigt, angespannt, benommen. Haben aber nie die Hoffnung verloren. Die Stadt muss heilen. Wir alle sehnen uns nach Normalität, doch was ist Normalität? Was, wenn sie gar nicht mehr existiert? In der letzten halben Stunde habe ich erzählt, wie diese Ereignisse mich verändert haben. Aber was ist mit euch? In dieser Dauerreihe werde ich mit Menschen aus der ganzen Stadt über neue Verhaltensweisen, neue Routinen, neue Gedanken und Gefühle sprechen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diese Reise. Das war Mary Jane Watson und ihr hört The New Normal. Hm. Sehr gut. Ihr eigener Podcast. Oh, was ist das? Pfannkuchen oder Omelette? Also, was ist der Unterschied zwischen... Fertig. Ich konnte nicht lesen, sorry. Oh, sind die fertig? Gleich. Ich möchte dir erst was zeigen. Okay. Da ist Melasse drin. Milch? Lecker, die nehme ich. Ich habe auch Hunger. Muss auch irgendwas essen gleich. So, was willst du ihr zeigen? Danke nochmal für die Spende, Peter. Welche Spende? Was haben wir denn gespendet? Jetzt kommt's. Ein neues Motorrad. Ein Tisch. Pete. Ein neues Büro. Emily May Foundation. Können wir hier unsere letzte Nebenaufgabe machen? Das wäre natürlich cool. Miles ruft an. Hast du mit Miles geredet? Noch nicht. Und da ist er schon. Bereit? Miles. Ich wollte mit dir reden. Über etwas. Ich meine, ich habe ja mit dir geredet. Die ganze Zeit. Und es ist toll, zu reden. So viele gute Gespräche. Ich habe nur nicht über das geredet, worüber ich mit dir reden sollte. Pete. Warte, ich fange nochmal an. Ich schaff das. Das alles. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Du kannst mal Peter Parker sein. Bist du sicher, es ist eine große Stadt? Ich komm klar. Solange ich dich um Rat fragen kann. Das brauchst du nicht. Jetzt vielleicht nicht. Aber die Zeit wird kommen. Ich bin für dich da. Immer. Oh. Schön. Bis dann. Das ist doch mal schön. Und weg ist er. Tschüss. Das nenne ich nochmal Happy End. Aber irgendwie traue ich dem Braten noch nicht so ganz.
Noch nicht ganz. Was ist dieses Virus? Was war das? Die Heilung der Welt. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh, was für ein geiles Spiel. Es hat so Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Alter, von Anfang bis Ende. Und es war unfassbar. Unfassbar vom Gameplay, von den Kämpfen her. Es hat so Spaß gemacht. Es wurde nicht ein einziges Mal langweilig. Okay, weißt du was? Wir überspringen das. Ich will sehen, was danach kommt. Es war klar. Es ist Marvel, Freunde. Es ist Marvel. Norman, was tust du da? Was macht er jetzt hier mit Harry? Schon wieder irgendwelche Experimente? Was willst du? Der Otto. Die Spider-Man. Du weißt, wer sie sind. Nicht wahr? Warum? Sie haben meinen Sohn ruiniert. Oh. Gut. Wir alle müssen Verluste durchmachen. Sogar du, Norman. Was schreibst du da? Das letzte Kapitel. Das heißt, wenn Norman durchdreht, wird er zum Green Goblin. Und wenn Otto wiederkommt, haben wir Doc Ock im nächsten Teil. Sollte es im nächsten Teil geben, wahrscheinlich schon. Okay, überspringen, Freunde. Und da kommt wieder was. Ich liebe es. Komm schon, zeig mir irgendwas Neues. Irgendwas, was auf uns wartet. Jetzt kommt Haley. Klar, natürlich. Auch ein zuckersüßes Pärchen, die beiden. Haley, hi. Ich hoffe, du hast Hunger. Ich verhungere. Essen ist fast fertig. Gut. Ich hoffe, es gibt Warum zeigst Schnitzel. Warum zeigst du deinen Aufsatz? Er hat so hart dran gearbeitet. Was für ein Aufsatz? Also, warum geht's? Was ist das? Was zum Henker? Nur so ein Typ aus Harlem. Er arbeitet viel ehrenamtlich in der Stadt. Hilft seiner Mutter, der Stadträtin, eifert seinem heldenhaften Vater nach. Die Version von ihm gefällt mir. Ja? Ja. Yeah. Du trägst deinen Anzug nicht. Warum auch? Ja. Ja. Willst du den anziehen? Oh, komm schon. Wer hat da geklopft? Oh, ist das ihr? Hi. Miles, Haley?
Das ist Albert. Albert. Hi, schön euch kennenzulernen. Oh, und das ist meine Tochter, Cindy. Albert Moon. Cindy Moon. Cindy Moon? Irgendwas sagt mir das. Das sagt mir irgendwas. Gemeinsam abgeschlossen, EP3000. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Hauptstory durchgespielt, aber sowohl Peter als auch Miles stehen weiterhin bereit. Ich dachte, Peter hat aufgehört, um das Abenteuer fortzusetzen. Du kannst jetzt ein neues Abenteuer auf dem Schwierigkeitsgrad ultimativ beginnen. Viel Glück, Held in... Was geht, New York? Was geht? Ich weiß noch nicht, was geht denn so? Was können wir jetzt noch machen? Ich meine, wir haben ja noch... Oh, Fertigkeiten. Oh, wir können die letzte Fertigkeit nehmen. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch eine Trophy. Lower Takedowns, okay, ja, nehme ich. Trophäe, bitte! Das gibt's schon nicht. Okay, Anzug, den hatten wir jetzt lang genug an. Den Anzug, ich würde gerne... Absolute Carnage Anzug. Okay, wir haben jetzt noch jede Menge Anzüge, die wir ja austesten könnten. Programmierbare Materieanzug. What the fuck? Ich weiß halt nicht, ob ich genug Strike-Anzug, genug Heldenmarken dafür habe, um das jetzt alles. Shield-Agent-Anzug, auch nicht schlecht. Also wir gucken uns jeden einzeln mal an. Große Verantwortung-Anzug. Oh ja, da machst du aber den guten Peter nach. Across the Spider-Verse-Anzug. Auch nice. Hat wahrscheinlich diesen komischen Effekt wie bei den anderen Anzügen, diesen Comic-Effekt. Purpurne Kapuze-Anzug. Nice. Alter, okay, den muss ich machen. Den muss ich auf jeden Fall holen. Also, Freunde, das ist einfach Wolverine. Wie geil ist das denn? Dann haben wir noch finstere Zeiten-Anzug. Auch der sieht absolut geil aus. Dann haben wir noch, ja, den Absolute Carnage-Anzug. Der sieht... Hardcore gut aus, Junge. Ja, den haben wir ja schon. King in Black. Boricua-Anzug hatten wir schon. Schall und Rauch hatten wir auch schon. Ja. Für Peter haben wir noch ein paar. Den haben wir ja schon. Genau. Dann haben wir hier Schwarz- und Gold-Anzug. Aber einer fehlt uns noch. Schließe alle EMS-Experimente ab. Ach so. Können wir das denn jetzt? Missionen. EMS. Verfügbar. Das sollten wir machen. Das machen wir noch. Wo ist das? Wo ist das? Hallo? Das ist direkt neben uns. Sehr geil. Willkommen zurück, Dan Club. Wir haben es geschafft. Wir haben das Unmögliche überlebt und eine verdammte Alien-Invasion zurückgeschlagen. Und wir haben es gemeinsam geschafft. Als Helden. Die Spider-Man haben es vorgemacht. Und jeden Tag haben mehr New Yorker die Herausforderung angenommen. Ich freue mich ungemein, heute mit einer solchen Heldin sprechen zu können. Autorin, Journalistin und begeisterte Bikerin. Begrüßt mit mir Mary Jane Watson. Danke, Danica. Bitte nenn mich MJ. Natürlich, MJ. Also, ich habe dein Buch über Sinkaria verschlungen. Danke, dass du der Welt dieses wichtige Werk geschenkt hast. Wie ich hörte, können wir uns auf weitere Worte von dir freuen, in Form eines neuen Projekts. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Wir hören uns das mal an. Ich habe viel darüber nachgedacht, was wirklich wichtig ist. Nichts verändert die Perspektive wie eine stadtweite Alien-Invasion, oder? Verständlich. Und mir wurde klar, wie wichtig die Wahrheit ist. Ich habe einen Podcast namens The New Normal gestartet. Haben wir gehört. Ich weiß nicht, wohin sich New York entwickelt, aber ich freue mich darauf, es mit euch allen herauszufinden. Ich will ehrlich sein und darüber berichten, was in der Stadt wirklich passiert. Ohne Übertreibungen und Sensationshascherei. Wisst ihr? Ich weiß, was du meinst. Wenn man zulässt, dass sich dieser Schrott einlistet, verdrängt er irgendwann die Wahrheit oder verbiegt sich zu etwas anderem wie ein... wie ein Symbiont. Mary Jane Watson, Leute. Irgendwelche letzten Anmerkungen, die du uns mitgeben möchtest? Passt auf euch auf. Oh, und wenn ihr eine Motorradversicherung habt,
Sorgt dafür, dass sie Unfallschäden durch Superschurken übernimmt. Der Schmerz in deiner Stimme war nicht zu überhören. Ich arbeite mich dadurch. Es verabschieden sich Danica Hart und Mary Jane Watson. Wow. Unfassbar. Ja, wir müssen natürlich zu Peter wechseln. Und da ist er auch schon. Den Anzug würde ich auch gerne umändern. Und zwar auf diesen hier. Warum nicht? Schwarz- und Goldanzug. Die Pause ist rum. So ist es. MJ. Jetzt, oh. Hey, wollte nur Bescheid geben, dass ein Paket für dich gekommen ist. Nice. Okay. Ich hab's in die Garage gestellt. Ist von Norman Osborn. Oh. Oh, interessant. Danke für den Hinweis. Das hier etwa. Was ist das? Ich weiß nicht. Harry wanted you to have this. Harry wollte, dass du das bekommst, Norman. Okay. Wunderschöner PC. Sieht aus wie meiner. Pflanzen und ein USB-Stick? Das yeah. heißt, man sollte niemals einen USB-Stick unbekannter Herkunft. Aber ich kenne Norman, glaube ich. Okay, dann können wir den also jetzt hier einsetzen, ja? Das schauen wir uns nochmal an. Oh. Peter, ich habe das für dich zusammengestellt. Denn wenn wir diese verrückte Zeit überstehen, wann auch immer das ist, dann sollst du die hier haben. Und ich habe nicht damit gerechnet, sie dir selbst geben zu können. Oh. Harry. Nachdem die Emily May Stiftung von Cravens Jägern zerstört wurde, schaute ich nach, was ich retten konnte, bevor alles dicht gemacht wurde. Mhm. In der Kiste findest du etwas Rinde vom Baum meiner Mutter. Und eine von Mays Blüten. Und ich dachte, wenn du ihre Gene zusammenspleißt, ist die Pflanze robust, bekommt Samen. Das ist echt süß. Okay. Ja, let's go. Sieht einfach aus. Also eine grüne, eine Sonne, ein Wasser und ein Haarelement. Ich mache einfach mal hier hin das Haar. Die Pflanze können wir nicht. Können wir hier vielleicht rein? Das Ding hier. Nein, das geht schon mal nicht. Mhm. Das wird auch nicht klappen. Moment, ich tue das mal hier hin. Wir probieren uns mal durch. Warum geht das nicht? Ach so, ja klar. Das wird nicht funktionieren, denn kein einziges hat vier, so wie hier, diese vier Dinger. Außer das hier. Das hier könnte man da hin tun. Ich schaue einfach mal. Mal gucken, was hier passt, was nicht. Das könnte passen. Das könnte passen. Und das kann nicht mehr passen. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Scheiße. Okay. Das geht nicht. Okay. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Ich tue das mal. Ich verschiebe einfach mal hier hin. Dann haben wir hier die Sonne. Zwei Sonnen nebeneinander. Ist ja nicht schlimm. Dann haben wir hier eine Pflanze. Haben wir hier was. Das wird auch nicht klappen. So vielleicht. Ja, dann muss die Sonne aber weg. Das kommt hier hin. Dann muss die Sonne doch hier hin. Scheiße. Dann passt das aber nicht mehr. Tricky. Das ist echt tricky hier gerade. Okay, dann muss das woanders hin. Vielleicht hier hin. Nein, das klappt nicht. Drei. Da könnte die Sonne hin oder das Ding. Im Grunde egal. So. So. So, und? Das war knapp. Das war sehr knapp. Scheiße. Was könnte man denn noch hier draus machen?
Wenn ich nicht den da reinklatsche, sondern den hier. Okay, das könnte ein bisschen dauern, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Dann geht das da rein. Dann geht das H hier hin. Der kommt da hin. Und das ist auch falsch. Shit. Vielleicht so rum. Ich brauche eins mit zwei hier auf der Seite. Und dann... Auch das war sehr knapp. Schade. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas muss hier noch geändert werden. Ich komme noch nicht drauf. Noch komme ich nicht drauf. Ich probiere es mal mit der Sonne unten links. Wir könnten dann den hier... hierhin, dann hierhin. Und das klappt dann wieder nicht. Wobei doch, wir haben hier den hier noch. Das Ding haben wir noch. Ja, das klappt aber hier auch schon nicht mehr. Scheiße. Fuck my life. Dann vielleicht hier rum. Ich meine, gibt es hier irgendwie eine Methode, dass man das sofort richtig macht? Wahrscheinlich nicht. So, so und fast. Auch fast. Dann ist das hier wahrscheinlich falsch. Versuchen wir es da hier reinzupacken. Dann habe ich ein Zweier hier. Dann könnte ich den hier reinknallen. Und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, das hier zu machen. Aber das klappt nicht. Scheiße. Scheiße. Boah, ist das nervig. Warum mache ich das denn jetzt? Oh. Oh. Das war richtig. Ich habe gar nicht so lange gebraucht dafür. Ungefähr 2,5 Tage. Ich wusste, du schaffst das. Natürlich. Weißt du noch, diese kleinen Bienendrohnen, die wir aus der Feldstudie retteten? Nein. Die nutzen ihre Relokationsdatensätze, um die neuen Samen in der Stadt zu verteilen. Du bist echt ein Genie, Harry Osborn. Und es geht wieder los. Setzen wir die Bienen mal ein. Ich weiß. Es dauert Jahre, bis wir Ergebnisse sehen. Und wer weiß, wo wir in einer Woche sein werden. Geschweige denn in ein paar Jahren. Deshalb habe ich diese Simulation für dich erstellt. Also Emily und May leben weiter. In der Stadt und... natürlich... in uns. Das ist echt süß. Ich liebe dich, Pete. Wirklich. Und Junge. Das sind echt Best Buddies. Ich wette, wenn du das hier kriegst, haben wir bereits eine neue Stiftung gegründet. Nur du und ich. Aus dem Nichts. Nur wir zwei. Nur wir zwei. Oh. Das ist echt sweet. Oh. Eine Sache noch. Ja? Ich habe etwas für dich. Trag es wohl auf. In Liebe. Was ist der Ant-Man-Anzug? Sieht aus wie ein Spacesuit. Sinnstiftend. Wir haben die letzte Mission beendet. Die letzte Nebenmission. Neuer Anzug. Geschichte eines Lebens. Voll geil. Wow. Puh. Das gefällt mir. Der Style gefällt mir sehr gut. Ich muss nur mal gerade schauen. Wir haben... jede Menge Anzüge. Ich versuche mal alle freizuschalten. Mal gucken, ob das geht. Habe ich für Peter jetzt alle freigeschaltet? Ja, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir das für Miles auch hinbekommen. Ob wir genug Ressourcen haben. Die coolsten Anzüge würde ich gerne freischalten. Auch mega geil. Der Strike-Anzug. Auch krass. Across the Spider-Verse, komm.
Wir könnten es hinbekommen. Ich mache einfach mal alles. Das waren alle? Haben wir jetzt alle? Oh. Riechen Sie die Veränderung? Nein. Die Luft ist frisch und sauber. Ein neuer Tag für die Welt. Im Angesicht der Apokalypse ändert sich die Perspektive, natürlich. So, Anzüge, aber hier steht ja noch 19. Hä? 10? Verstehe ich nicht. Was heißt das? Ach so, die Varianten. Die Varianten kann man natürlich. Okay, aber nö. Ganz ehrlich. Was ist hiermit? 24 von 90 Technikteilen fehlt uns noch hierfür. Uns fehlt ein einziger Anzug. Das haben wir gleich. Aber jetzt genießen Sie das. Ja, der ist immer noch am Labern. Ein Glück, dass wir es noch haben. Und während er gelabert hat, habe ich mir so ein paar Kisten hier geschnappt. Mit selbstverständlich Technikteilen. Und jetzt hätte ich gerne diesen hier. Und auch das gibt natürlich eine Trophy, ausgestattet. Wunderschön. Ich bin sehr zufrieden. Mission haben wir jetzt aber alle, ne? 9 von 9, 4, 4, 8, 8, 6, 6, 2, 2, 31 von 31 für die Hauptstory, 10, 10, 8, 8 und so weiter und so fort. Wir haben alles erledigt, Freunde. Die Stadt ist safe. Die Stadt ist einfach sicher und ich liebe es. Ich guck mal kurz auf die Map. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Nö, das war das Game. Das war das Spiel, Freunde. Es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Ja, ich werde natürlich wieder ein Video raushauen mit meinen Gedanken zu diesem Game. Es werden einige positive Punkte angesprochen und sehr wenige negative. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben alles getan. Wir haben alles gemacht. Bis auf, okay, wir haben nicht alle Kisten gesammelt. Wir haben nicht die Varianten der Anzüge gesammelt. Aber es war mir scheißegal. Ist mir egal. I don't care. Wir haben alle Anzüge freigeschaltet. Alle Nebenmissionen gemacht. Es war mir eine Freude, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf Spider-Man 3. Es muss kommen. Es muss. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer neuen, in einem neuen Let's Play wieder. Wir werden ein neues Game starten. Was es sein wird, keine Ahnung, wie immer. Wir werden es sehen. Also, bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.